Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie. Nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben? Wir starten eine Serie über eine junge Frau aus dem ersten Teil der Bibel und sie heißt Esther. Es ist eine Geschichte wie eine Soap. Wer guckt hier Soaps? GZSZ? Ich wette, du guckst das. Sei ehrlich. Guckt jemand hier eine Soap? Eine gute Frage, eine Seifenoper? Fernsehzeug, von dem du süchtig wirst. Auf jeden Fall, die Geschichte von Esther ist genau so eine Story. Ich habe angefangen, die in der Bibel zu lesen und ich konnte gar nicht aufhören. Du musst die Geschichte unbedingt mal lesen, kannst in einem durchziehen. Es ist eine Geschichte von Intrigen, Sex, Lügen, Mobbing, das ganze Programm. Und in dem Setting, wo das spielt, kommt Esther und verändert eine ganze Nation. Das Spannende an dem Buch Esther ist, dass in den ersten 700 Jahren der Kirchengeschichte kein Pastor über dieses Buch gepredigt hat. Der Reformator Calvin hat der zu jedem Buch aus der Bibel einen Kommentar geschrieben, außer zu dem Buch Esther. Martin Luther hat gesagt, es wäre besser gewesen, hätte man dieses Buch in der Bibel gar nicht aufgenommen. Warum ist es so? Weil im ganzen Buch von Esther findest du nicht einmal den Namen Gottes. Da steht nicht einmal Gott. Nichts. Und Leute haben gedacht, ja, es ist so mega ungeistig, das Buch. Wenn da Gott nicht drinsteht, ist es mega ungeistig und man wollte es am liebsten aus der Bibel streichen. Aber was man verpasst, wenn man dieses Buch nicht ernst nimmt, ist eine Message. Und die Message ist, wenn Gott in deinem Leben unscheinbar erscheint, ist Gott trotzdem da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Leben habe ich Situationen, wo ich denke, Gott ist mega weit weg. Ich spüre ihn nicht, ich fühle gar nichts. Ich denke, Gott, ganz ehrlich, gibt's dich? Und deswegen ist dieses Buch genauso spannend für dich und für mich, weil diese Momente kenne ich und Esther erlebt das, wie ein Gott, den sie eigentlich nicht spürt, trotzdem da ist und wirkt und unfassbare Dinge macht. Ich habe euch zum Einstieg ein kleines Video mitgebracht, das ein bisschen uns reinnimmt in den Start der Geschichte von Esther. Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht. Der König stellte 6 Monate sein Vermögen zur Schau. Was für ein schräger Vogel. Und dann gab er ein Fest. Das Fest ging 7 Tage lang. Und jetzt lese ich euch eine Bibelstelle vor. Als ich die gelesen habe,
habe ich die gelesen und gesagt, Daisy, komm mal her, ich muss dir was vorlesen. Daisy ist meine Frau. Also ich lese dir vor, die Getränke wurden in goldenen Bechern gereicht, von denen keiner dem anderen glich. Und der Wein aus dem königlichen Weinkeller floss im Strömen, wie der König es befohlen hatte. Jetzt heißt es, der König hatte angeordnet, dass das Trinken zwanglos geschehen sollte. Er hatte seinen Dienern angewiesen, jedem nach Wunsch aufzutragen. Mit anderen Worten, die haben 7 Tage durchgesoffen. Nicht so ein bisschen, sondern so durchgesoffen. So richtig, wer hat schon mal 2 Tage geschafft? Müsst euch nicht melden. 7 Tage durchgesoffen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Aber wenn man 7 Tage durchsäuft, kommt man anscheinend auf dumme Ideen. Und der König kam auf die Idee, naja, nach 7 Tagen, ich könnte ja meine Frau Vasti mal holen. Die könnte sie mal ihre Schönheit uns präsentieren. Und liebe Männer und liebe Frauen, das Präsentieren war nicht so. Sie war total angezogen und hat sich dann mal in die Mitte gestellt. Das sah ein bisschen anders aus. Und logischerweise, wenn ich jetzt die Frau wäre, dann würde ich sagen, hey, sorry, nein. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, nein, ich gehe doch nicht zu diesen Jungs. Die sind am 7 Tage am Durchsaufen. Da gehe ich doch nicht hin. Und das fand der König nicht so cool und hat sie rausgeschmissen aus seinem Reich. Und so brauchte der König eine neue Königin. Bachelor, hat ihn jemand schon mal geguckt, den Bachelor? Ihr müsst euch wieder nicht melden, das sind also diese peinlichen Dinge, weil ich habe euch den mitgebracht. Ich weiß nicht, von welcher Staffel, das sind die ganzen Damen, ne? Das war die wie bei dem König, die ganzen schönsten Leute und Mädchen wurden aus dem ganzen Reich geholt und aufgestellt und dann gab es den König mit der Rose. Naja, wunderschön. Recht schnell war die Suche aber zu Ende, weil es heißt, der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. Er hat die gesehen und dachte, alle anderen weg, die ist perfekt. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ihr zu Ehren lud er die Beamten und die anderen führenden Männer seines Reiches ein zu einem großen Fest ein. Wieder Party, die machen immer Party. Das gefällt mir grundsätzlich, nur die Art ist schon ein bisschen schräg. Die Top Queen war sehr schnell gefunden und Esther wurde Königin. Plötzlich hatte sie viel Macht. Und das war so eine Situation, auf der einen Seite denkst du, wow, cool, jetzt bin ich Königin. Aber wenn du dann mal überlegst, bei dem König, der 7 Tage durchsäuft, der öfters möchte, dass man sich zur Schau stellt, da möchtest du keine Königin sein. Und Esthers Leben, vielleicht kann man das aus göttlicher Sicht sehen, dass man sagt, boah, jetzt ist sie Königin und Gott hat sie dahingestellt. Der Punkt ist, das Leben von Esther war gar nicht so göttlich so sauber. Sie hatte Kompromisse in ihrem Leben. Sie war nicht mit Gott unterwegs. Sie verschwieg dem König, dass sie Jüdin war. Eigentlich hätte sie schon vorher aus Babylonien zurück nach Jerusalem fliehen müssen, zurückgehen müssen. Hat sie nicht gemacht, hat es aber auch keinem erzählt. Und ich weiß nicht, ob Esther sich ihr Leben so vorgestellt hat. Jetzt ist sie da im Königshof, weiß nicht, dieser König, dieser schräge Vogel, du weißt nicht, was morgen ist. Und bei diesem Gedanken habe ich gedacht, hey, wie oft geht es mir so auch, dass ich irgendwo in meinem Leben bin, da bin ich irgendwie hingekommen und denke so, jetzt bin ich hier. Und was soll ich hier? Warum bin ich hier? Warum habe ich den Job bekommen? Warum habe ich das Studium überhaupt angefangen? Warum ist es, wie es ist? Und ich weiß nicht, ob du es kennst, weil sehr oft ist das Leben, wie es ist und dann denkt man, warum passiert genau mir das? Vielleicht kennst du die Aussage, Schicksalsschlag. Warum genau mir? Oder warum passiert mir das nicht? Du planst dein Leben, aber am Ende des Tages kommt es anders, als du es dir gedacht hast. Und dann stehst du da und denkst, mein Leben ist irgendwie und Gott, keine Ahnung, ob es Gott gibt. Eigentlich warst du mit Gott unterwegs, hast ihn schon erlebt, aber plötzlich bist du in einer Situation in deinem Leben, wo du da stehst und denkst, ja Gott. Und die Geschichten in der Bibel, die sind nicht einfach so in der Bibel. Auch Esthers Geschichte, die man am liebsten rausgestrichen hätte. Sondern die sollen dir helfen, Gottes Gedanken zu entdecken für dein Leben. Und sehr oft lesen wir diese Geschichten so, naja, bei Esther kommt es am Ende ja gut, oder? Und dann denkt man, naja, das kommt ja gut. Aber in meinem Leben ist es nicht gut. Der Punkt ist, dort, wo Esther gerade ist in der Geschichte, da ist alles andere als gut. Die ist da am Königshof, keine Freundinnen, komischen Mann. Und sie ist da einfach, ihr geht's nicht gut. Und in dem Moment weißt du nicht, was morgen ist. Du weißt ja nicht, wer weiß, ob er auf die Idee kommt, seine Frau auch aus dem Reich zu schmeißen. Oder er überlegt, dass er Esther umbringen möchte. Bei dem weiß man ja nie. Und dann in diesen Momenten in deinem Leben,
Wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, fühlst du dich sehr speziell und weißt nicht, hey, wie geht's weiter? Und jetzt kommt der Punkt in Esthers Geschichte. Auch wenn Esther mit Gott nicht unterwegs war und das Gefühl hatte, der ist sowieso weit weg, trotzdem entschied sich Gott, mit ihr Geschichte zu schreiben. Und vielleicht ist deine Situation auch, du lebst in Kompromissen, du hast Schicksalsschläge erlebt und du denkst, ganz ehrlich, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, ich bin disqualifiziert für seine Pläne. Gott hat sich entschieden, mit dir Geschichte zu schreiben. Vielleicht bist du hier und glaubst gar nicht an Gott. Ich möchte dir sagen, Gott hat sich entschieden, mit dir Geschichte zu schreiben. Und das ist eine Message, die wir in dieser Geschichte finden. Und die Message ist tatsächlich extrem stark. Weil in den Momenten, wo du merkst, hey, Gott ist weit weg, was soll das, warum ist es, wie es ist, dort zu wissen, Gott steht über allen, ist mega positiv. Und wenn du jetzt mal guckst, der Startpunkt von Esther war nicht gut. Und wie oft sind wir in unserem Leben, wo es nicht gut ist? Zum Beispiel Petrus, was war das am Anfang für ein Waschlappen? Der hat hinterher die erste Kirche gegründet. An einem Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben. Oder Paulus hat Christen verfolgt. Und Gott hat gesagt, mit dir werde ich Geschichten schreiben. Was für ein schräger Gedanke. Aber Gott ist manchmal so, wo ich denke, so, hä, verstehe ich nicht. Aber seine Pläne sind größer. Jonah ist vor ihm weggerannt. Der hat gesagt, hey, sorry, was du willst von mir, Gott? Das mache ich nicht. Ich renne weg. Trotzdem kam Gott mit ihm zum Ziel. Vielleicht rennst du gerade auch vor Gott weg. Gott kann mit dir trotzdem zum Ziel kommen. Esther war die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hat sie es so gefühlt? Hat sie es gespürt? Nein. Sie hat gedacht, Gott, was soll dieser ganze Mist? Vielleicht geht es dir auch so, dass ich manchmal merke ich so, andere erleben Gott extrem. Du bist vielleicht öfter hier und merkst so, andere haben voll die gute Zeit mit Gott. Ich spüre den irgendwie jetzt gar nicht. Kennst du das? Dass Gott so mega weit weg ist und du denkst, come on, alle anderen erleben was, ich erlebe das irgendwie nicht. Bin ich falsch? Stelle ich die falschen Fragen? Bin ich komisch? Ist Gott halt einfach für die anderen da? Was ist falsch mit mir? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Aber jetzt kommt ein Bibelvers in Matthäus 28, Vers 20 steht. Und ich versichere euch, ich bin immer, kennst du das Wort immer? Da muss man nicht diskutieren, wenn immer heißt immer. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Gott ist immer, 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 immer bei dir. Ob du spürst, fühlst, ist nicht die Frage. Es ist ein Versprechen an dich. Und dann heißt es auch in Josua 1, Vers 9, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Wie oft verzweifelt man manchmal und denkt so, Gott, was ist denn los da gerade? Gerade wenn man ernsthaft mit ihm unterwegs ist. Wenn man so Hobbychrist ist, dann ist man so Hobbychrist. Aber wenn du ernsthaft unterwegs bist, dann kommst du öfter in solche Situationen. Aber solche Situationen sind da, um deinen Glauben zu stärken. Denn ich, der Herr, heißt es dann weiter, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Fakt, Punkt, so ist es. Muss man nicht diskutieren. Trotzdem fühlen wir uns manchmal anders. Und das ist die Message. Esther spürt es nicht, aber Gott ist trotzdem da. Und Albert Einstein hat mal Folgendes geschrieben, das Zitat ist ein bisschen speziell. Er schreibt, falls Gott die Welt geschaffen hat, also falls, das ist eine Frage, genau. Aber er sagt dann, falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Wenn du Gottes Wege verstehen möchtest, vergiss es. Das wirst du nie. Die sind so komisch für mich. Die machen hinterher Sinn. Aber in dem Moment finde ich die wirklich, wirklich, wirklich komisch. Und jemand sagte mal, in Gottes Perspektive sind wir wie ein Schlüssel. Ein Schlüssel in Gottes Hand. Und dieser Schlüssel passt genau für eine Tür. Und weißt du, was wir uns für unser Leben immer für einen Schlüssel wünschen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dass es immer bergauf geht. Von Glory to Glory. Mit Gott kommt es nur gut. Wenn du einmal Jesus in deinem Leben aufnimmst, dann läuft es. Und all deine Wünsche werden erfüllt. Dir geht's nur noch happy und clappy, ist alles super. Und so ein Leben wünschen wir uns, dass nur noch aufgeht, bergauf geht. Das Problem ist, so eine Tür und so ein Schloss gibt's gar nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das gibt es einfach gar nicht. Das ist lebensfremd. Aber wir wünschen uns das doch immer wieder, dass einfach nur bergauf geht.
kennst du meinen Schlüssel? Ich habe den mal mitgebracht. Das ist mein Schlüssel. Sieht super aus, oder? Zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack. Ist nicht so cool. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Liste gemacht, wo ich über 100 Warum-Fragen aufgestellt habe. Wo ich warum gefragt habe, warum ist es, wie es ist? Warum habe ich zum Beispiel eine Entscheidung getroffen? Warum wurde für mich eine Entscheidung getroffen? Und in so ein paar Dinge möchte ich dich mit reinnehmen, weil das sind die Höhen und Tiefen meines Lebens. Und du wirst sehen, einfach, ich bin ja schon ein paar Tage älter wie manche hier vorne. Und wenn man zurückschaut, macht manche Sinn. Aber wenn du drin bist, bist du drin. Die erste Warum-Frage ist, warum sollte ich mit knackigen 13 Jahren dreimal zum Jugendkreis gehen? Meine Mutter hat gesagt, und meine Mutter ist eine gute Mutter, eine weise Mutter, eine schlaue Mutter, und die hat gesagt, geh dreimal zu dem Jugendkreis und wenn es dir nicht gefällt, dann brauchst du nicht mehr hingehen. Und das war jetzt nicht eine Frage, ob du überhaupt einmal gehst, sondern du gehst da einfach hin. Und dann bin ich da hingegangen und fand es total, ja, wie soll ich sagen, komisch und ja, war nett, aber die hatten einen Kicker. Und wegen dem Kicker bin ich geblieben. Wegen dem Kicker habe ich Jesus kennengelernt. Und meiner Mutter natürlich. Das sind manchmal so kleine Dinge. Wäre ich da nicht hingegangen? Wie wärst du gewesen? I don't know. Aber ich weiß, dass ich jetzt extrem dankbar bin. Oder warum habe ich angefangen, Gitarre zu spielen? Wenn du Gitarre lernen möchtest, musst du mega Ausdauer haben. Zum Beispiel mein Bruder, der hier gerade Worship gemacht hat, der spielt Gitarre, der spielt Querflöte, der spielt Klavier, der ist so mega ehrgeizig, der schließt sich ein paar Tage im Zimmer ein und übt und übt und übt, und so bin ich nicht. Aber ich habe trotzdem angefangen, Gitarre zu spielen und ich fand mich auch okay. Aber jetzt kommt der Punkt, weil ich Gitarre gespielt habe, habe ich früher stundenlang Worship gemacht in meinem Zimmer. Lord, I give you my heart. Kennt ihr das? Das ist ein uraltes Lied. Ich war auch früher, also es ist schon länger her. Aber in der Zeit, wo ich mit Gott Worship gemacht habe, habe ich den Charakter Gottes kennengelernt. Dann nächste Frage. Warum fand ich die Predigten in meiner Gemeinde immer so mega langweilig? Immer drei Punkte, immer monoton, immer noch gute Zeit zum Schlafen. Oder dann, warum gab es nach meiner Ausbildung bei Klaas, dort habe ich eine Ausbildung gemacht, nur offene Stellen, wo ich nicht hin wollte. Mein Plan war es, und den fand ich genial und bombastisch und dachte, das ist Gottes Idee, dass ich einfach noch bei Klaas weiterarbeite als Geselle und einfach mal Geld verdiene. Dann habe ich gedacht, in diese Abteilung würde ich gehen, da ist eigentlich immer eine Stelle offen, aber dann war genau in dem Jahr keine Stelle offen. Und dann habe ich gedacht, ja Gott, und jetzt, dann gab es Plan B. Und Plan B war, ich gehe nach Cuxhaven und mache Zivildienst. Habe ich mir nicht ausgesucht am Anfang, fand ich dann aber als Plan B auch okay. Und jetzt kommt der Punkt, was dort passiert dann. Die nächste Frage. Warum musste ich an dem Abend mit der Konfirmandenfreizeit aufstehen und was sagen? Wir haben dort, wo ich Zivildienst gemacht habe, da waren viele Konfirmandenfreizeiten und da haben wir immer so einen Abend oder hin und wieder mal einen Abend geplant. Und dann gab es den Moment, wir waren mit diesen, sind das ja Teens zusammen und ich spürte einen innerlichen Drang aufzustehen. Und du musst wissen, ich zu dem Zeitpunkt vor Menschen reden, das gab es nicht in meinem Repertoire. Ich habe mich in meiner alten Kirche nicht taufen lassen, weil ich dachte, ich muss dann vor Menschen reden. Habe ich nicht gemacht. Und plötzlich spüre ich in mir wie so eine Kraft, die sagt, hey, ich stehe auf und sag was. Dann habe ich es gemacht und ich habe irgendwie 20 Minuten geredet und am Ende war ich völlig fertig und habe gedacht, was war das denn Schräges? 20 Minuten hat der Heilige Geist durch mich geredet. Danach bist du erstmal fertig, wenn du da nicht trainiert bist. Aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann vor Menschen reden. Und da kommt was Sinnvolles bei rum. Das kannte ich bis dahin nicht. Dann geht's weiter. Warum fand ich den Hauskreis dort so dermaßen unhilfreich? Also dort war am Beten und Gitarre spielen und Bibel lesen. Das war gut, aber wie es einem wirklich geht, wurde da nicht besprochen. Es war einfach so, ja, man hatte eine nette Zeit, ein bisschen Worship, ein bisschen Holy Moly. Und ich dachte zwischendurch, ja, bin ich ein Zombie, weil ich Probleme habe. Ist meine Geschichte. Und dann geht's weiter.
nach dem Zivildienst, warum konnte ich nicht zur Technikerschule gehen? Mein Plan nach dem Zivildienst war, ich gehe zur Technikerschule und werde Techniker und ja, werde ein super, super Maschinenbauer. Das war meine Idee, das war mein Plan, der ging nicht auf. Und wisst ihr, das sind immer die Momente, so wenn du, ich werde dir gleich weiter erzählen, wie es dann weiterging. Aber in dem Moment kriegst du eine Absage und denkst, Gott, was bist du denn für ein lustiger Vogel? Was ist jetzt so? Wieso kriege ich eine Absage? Ich bin doch perfekt dafür geeignet. Und jetzt kriege ich eine Absage. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Plan B kam dann. Plan B war, ich ging nach Zürich und habe das ICF kennengelernt, 2005. Und dann beim ICF die Frage, warum habe ich, genau ich, die Vision bekommen, eine Kirche zu bauen? Ich meine, es gibt ja tausende Menschen auf diesem Planeten. Warum ich? Es gibt so viele. Jetzt überlegt ihr meine Geschichte. Warum waren die Predigten immer so langweilig, wo ich war vorher? Warum war der Hauskreis, die Small Group, wie auch immer man das nennt, so, wie ich es nie machen würde? Das hat mich geprägt. Wie ist unsere Kirche heute? Ich hoffe, ihr habt Spaß jetzt bei der Predigt. Ihr schlaft nicht ein. Ich habe keine drei Punkte mitgebracht. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr nehmt auch noch was mit. Das ist mein Wunsch. Und ich wünsche mir, dass die Small Groups Orte sind, wo es um dich geht, wo du Jesus ähnlicher werden kannst. Dazu kann man Worship machen, dazu kann man Bibel lesen, aber dazu geht's, dabei geht es erstmal darum, aus seinem Leben zu erzählen, wo steht man aktuell. Und dann kommt die nächste Frage, als ich nämlich 2005 dann wiederkam. Ich baue Kirche, ich bin motiviert, fand es am Anfang ein bisschen komisch, weil ich dachte, Gott, das ist einfach zu groß. Aber wenn du in deinem Leben einen Moment hast, wo du denkst, Gott, das ist zu groß, dann ist es von Gott. Weil Gott denkt immer größer über dich, als du denkst. Trotzdem kam dann die nächste Frage, warum hat es einfach nicht funktioniert? Der erste Kirchenstart ging daneben. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe alles geplant, gemacht und alles organisiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und das sind die Momente, wo du dich fragst, Gott, wo bist du? Ganz ehrlich, du gibst mir diese Wahnsinnidee, um eine Kirche zu bauen. Ich bin noch so blöd und nimm das an und werde praktisch und dann funktioniert es noch niemals. Das sind die Momente in diesem Schlüssel, wo es einfach bergab geht, wo du sagst, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und da bist du dann drin. Es geht hoch und runter. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situation. Und genau das ist mein Schlüssel. Aber wenn ich zurückschaue, hat alles mich geprägt. Der Punkt ist natürlich immer, wenn man zurückschaut und es positiv ist oder man merkt, oh, jetzt macht es Sinn, ist es gut. Aber da musst du auch erstmal sein. Weil klar kann ich jetzt sagen, wow, ich bin in meiner Kirche, wie cool ist das denn? Meine Story ist, es hat nicht funktioniert. Meine Story danach hieß, 3 Jahre einfach lernen, einfach vertrauen, einfach, okay, ich mache was anderes, Gott, dann habe ich doch die Technikerschule gemacht. Du denkst, ja, okay, Gott, du hast mir den Traum gegeben, aber es wird dir eh nichts. Und dort hat Gott an meinem Herzen gearbeitet. Und das ist auch nicht so cool, wenn du merkst, so, wenn du drin bist. Denkst du, Gott, was ist denn das? Ich bin doch geboren für die Bühne. Jetzt hänge ich hier alleine zu Hause rum und muss mich mit solchen Sachen beschäftigen. Deswegen, das ist immer eine Story. Klar, wenn ich jetzt zurückschaue, macht es total Sinn und bin happy und clappy und wow. Aber wenn du drin steckst, steckst du drin und vielleicht bist du in so einer Situation, du steckst da einfach drin. Und es macht alles für dich keinen Sinn. Aber ich habe in den Niederlagen meines Lebens am meisten gelernt. Und wenn du drin steckst in einer Niederlage, aus deiner Sicht, dann möchte ich dich herausfordern, dankbar zu sein. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Mit anderen Worten, Glaube ist der Fokus, dass Gott einen guten Plan hat. Mein Schlüssel ist mein Schlüssel. Aber ein Schlüssel ist normal, wenn er so aussieht. Der passt für ein Schloss rein. Und für mich ist die Perspektive, ich werde die Tür öffnen. Auch wenn es up and down geht. Momente da sind, wo ich Gott nicht verstehe, motiviert mich dieser Vers in Hebräer, Glauben zu entwickeln, Vertrauen zu entwickeln, dass Gott es gut meint. Und an dieser Stelle möchte ich mit einem jungen Mann darüber reden, der genau auch dort immer wieder herausgefordert ist, beziehungsweise dort unterwegs ist. Ein Riesenapplaus für David on Stage. So, komm zu mir, David. Yes, vielen Dank.
für die Stühle. Genau, wie geht's dir, David, damit, dass Gott einen guten Plan für dich hat? Mir geht's damit ziemlich gut. Ich finde, das ist einer meiner essentiellen Glaubensansätze oder Glauben, wo ich denke, es ist so wichtig zu wissen, dass Gott einen Plan hat, dass ich nicht einfach sinnlos auf der Erde bin und irgendwie dahin lebe und am Ende sterbe und irgendwas ist nichts passiert, sondern dass ich am Ende irgendein Werk, irgendwas vollbracht habe und dass ich mich mal mir Sorgen darum machen muss, dass ich selber den Plan mache, sondern dass Gott den Plan hat und ich einfach Gott nachfolge und am Ende wird's genial. Wow, klingt gut. Aber jetzt die Frage, hast du nie gezweifelt oder hattest du nie eine Phase, wo du gedacht hast, okay, stimmt das wirklich? Ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott einen Plan für mich hat oder dass Gott gut ist. Aber ich hatte eine Phase, wo ich daran gezweifelt habe, ob ich, was ich mache, überhaupt Auswirkungen auf diesen Plan hat. Ob ich überhaupt nach Gottes Plan lebe, ob was ich mache, danach ist. Und ich habe vor 2 Jahren angefangen zu sagen, gesagt, ey, mich voll entschieden, Gott nachzufolgen und das zu glauben auf der ICF Conference. Das ist eine mega geniale Sache. Meldet euch an. Dann waren 2 Monate, was jetzt gar nicht so eine kurze Zeit ist, hatte ich einfach eine Zeit, wo ich mich komplett hinterfragt habe und gefragt habe, wenn ich jetzt was mache, irgendwas, wenn ich einen Klassenkamerad unterhalte, in die Kirche gehe generell, hat das überhaupt eine Auswirkung auf den Gottesplan? Ist das gut? Ist das nicht gut? Und am Ende, genau. Wenn du in die Bibel schaust, heißt es, dass es etwas gibt, eine Macht gibt, die verwirrt. Und diese Macht ist der Teufel, der immer wieder versuchen möchte, uns zu verwirren, durcheinander zu bringen, dass wir die Wahrheit nicht glauben. Wie bist du denn da wieder rausgekommen aus dieser Situation, aus diesen Gedanken, aus der, ich sag mal, Verwirrung? Ja, es war eine Verwirrung und mir ging es sehr schlecht und ich dachte mir, ich gehe zu meiner großen Schwester, die hatte bis dato einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Glaubensleben, sie hat mich in den ersten Jahren begleitet und ich frage sie um Rat und sie hat gesagt, ey, guck auf die biblischen Aussagen, was sagt die Bibel darüber? Und die Bibel sagt nicht nur, dass Gott einen Plan hat, sondern auch, dass wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Gott suchen mit unserem Herzen, dass wir dann automatisch Jesus ähnlicher werden und automatisch anfangen, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu beeinflussen und Gottes Plan aufgehen wird. Und dann habe ich mich dazu entschieden, oder beziehungsweise natürlich, das ist ein Glaube, aber es ist auch ein Glaube, zu sagen zu können, ich kann selber über meine Sachen urteilen, über meine Situation, über das, was ich, ob die Situation gut oder nicht gut ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich irgendeinen Glaube glauben, den ich mir selber ausgedacht habe oder der, den meine Kultur mir gesagt hat und nicht einen Glaube, wo die Bibel sagt, dass der wahr ist. Und dann habe ich mich auf den Glauben fokussiert und genau. Und dann ging es mir deutlich besser. Was ich an dir liebe, David, du bist simpel. Und ich glaube, Glaube muss simpel sein. Und du hast gerade gesagt, ja, am Ende musst du ja eh was glauben. Entweder glaube ich, dass meine Pläne gut sind oder ich glaube, dass Gottes Pläne gut sind. Am Ende ist es immer Glaube und der Glaube an Gott hat sich ja mehr bewährt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ganz ehrlich, jung und naiv, kleine David, ist ja schon so klein David, ist ja einfach klein und David passt ja eigentlich zusammen. Und du denkst, ja, werd erstmal erwachsen, du bist jetzt knackige 18 Jahre, noch Single by the way. Genau, auf jeden Fall denkst du vielleicht, hey, ganz ehrlich, wenn das Leben mal kommt und vielleicht bist du genau darum, Schicksalsschläge, vielleicht ist eine Beziehung gescheitert, vielleicht sogar eine Ehe gescheitert, mit dem Job hat es nicht so geklappt, mit dem Studium hat es nicht so geklappt, das Studium musstest du vielleicht abbrechen, was auch immer da ist und du denkst, ganz ehrlich, wenn das Leben erstmal zu dir kommt, dann wird sich auch nochmal was verändern. Vielleicht ist das, was du denkst, aber ich glaube, und deswegen bin ich dankbar für dich, deswegen habe ich dich auf die Bühne geholt. Weil genauso simpel, wie du die Entscheidung getroffen hast, ich glaube, so simpel dürfen wir manchmal sein. Weil ich glaube, wenn wir eine Entscheidung treffen, das ist übrigens, wenn du heiratest, machst du das auch, du triffst eine Entscheidung, die Person zu lieben. Und manchmal fühlt man sich in meiner Ehe, fühle ich mich nicht immer total verliebt in meine Frau. Aber wenn ich die Entscheidung treffe, kommen die Gefühle nach. Und das ist, glaube ich, auch mit Gott genauso. Jetzt ist bei dir so, dass du am 5. Juli nach Kambodscha fliegst. Du möchtest ein Jahr ins Ausland, das ist schön, aber das ist schon weit weg. Weißt du, dass das Asien ist? Dort sind die Menschen klein mit diesen Augen, ne? Ja, ich weiß okay. Das, viele nicht. Ich persönlich hätte Angst vor diesem Schritt und Angst, dass das nächste Tief kommt, weil in einer neuen Kultur mit diesem ganzen, alles neu,
da weißt du ja nicht, was kommt. Wie geht es dir mit den Gedanken, nach Kambodscha zu gehen und dort ist alles anders? Also ich glaube, dass es der richtige Schritt ist, auch in Gottes Plan, weil ich glaube, meine Berufung liegt in lokaler Kirche, dass ich in einer lokalen Kirche wie das ICF Bielefeld oder das ICF Kambodscha einen Unterschied machen werde. Und dann möchte ich auch in Kambodscha dann lernen. Und deswegen glaube ich, dass der richtige Schritt ist. Und von der Theorie her ist es eigentlich so, wo ich denke, ey, Gott hat einen Plan für mich, Gott wird das zu seiner Ehre nutzen, ob es gut ist oder nicht gut ist. Und deswegen geht es mir von der Theorie her eigentlich sehr, sehr gut. Unterbewusst merke ich, dass ich sehr, sehr großen Respekt vor dem Schritt habe, weil in Asien halt alles anders ist, weil in Kambodscha alles anders ist. Die Kultur ist komplett anders, es ist eine andere Sprache. Auf der Straße versteht mich quasi niemand. Es ist einfach alles anders und das ist, was mich unterbewusst sehr viel Respekt gibt, aber auch Angst. Das habe ich gestern gemerkt, als ich realisiert habe, dass meine Albträume, die ich habe, wegen dem Auslandsjahr habe, Auslandsjahr, doch, genau, und es ist irgendwie, dass mich das alles erdrücken wird, dass ich dahin gehe und am Ende die Kultur, ich kann gar nicht damit umgehen, ich habe Probleme, und nach 2 Wochen muss ich zurück und ich fühle mich wie ein Fehler oder so. Aber ja, die Angst ist da, aber ich glaube, am Ende möchte ich mich auf Gott fokussieren und auf seine Aussagen und seine Wahrheiten. Und ich glaube, dann wird's gut. Das glaube ich auch, weil ich glaube, wenn Niederlagen kommen in unserem Leben, kann Gott es zum Segen werden lassen. Wir denken immer, das ist total schlimm, wenn wir Fehler machen, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass wir da manchmal Konsequenzen tragen müssen, logisch, aber ich glaube, dass Gott damit arbeiten kann. Und wenn du jetzt schon hier bist, lass uns als Kirche für ihn beten für dieses Jahr, weil er wird jetzt am 5. Juli, also nächsten Monat, wirst du ja dahin fliegen. Genau, und deswegen möchte ich gerne kurz für dich beten und ihr dürft euch auch einklinken, dass er wirklich dort einen Unterschied macht und es ist ja immer ein Privileg, wenn wir aus dem ICF Bielefeld jemanden nach Kambodscha schicken. Veränder dort die Kirche, die sind jetzt 1000 Mann, 2000 erwarte ich nach dem Jahr. Genau, bleib ruhig sitzen oder steh auf, genau, ich bete für ihn, ihr dürft euch einklinken in euren Herzen. Gott, ich danke dir für David, einen Mann Gottes und ich danke dir, dass er dorthin geht, dass er diesen mutigen Schritt geht. Und du sagst zu ihm, hab keine Angst, sei mutig, denn ich bin bei dir, egal wo du hingehst. Und dieses göttliche Versprechen spreche ich dir zu, David, dass du das nie vergisst, egal wie welche Höhen kommen oder welche Tiefen kommen, dass du die Gewissheit hast, dass Gott an deiner Seite ist und mit allem etwas anfangen kann. Und ich sende dich aus als ein Segen für ganz Kambodscha. Auf was auch immer du da machst, dass du dort Gottes Herz, Gottes Persönlichkeit, Gottes Charakter mehr und mehr kennenlernst, dass du mehr und mehr zu der Person wirst, die Gott schon längst in dir sieht. Und ich segne dich mit Leidenschaft und Power aus Ostwestfalen-Lippe dort wirklich für Kambodscha. Ich segne dich wirklich, dass du ein Segen bist. Und in Jesu Namen breche ich alle Ängste und alle Sorgen in deinem Leben und spreche da Gottes Güte, Gottes Gunst, Gottes Versprechen rein, dass Gott an deiner Seite ist, Gott gut ist und der dich über alles liebt. In Jesu Namen segnen wir dich. Amen. Lass uns David einen großen Kambodscha-Applaus geben. Ich merke immer wieder, dass wir in unserem Leben die Tendenz haben, dass wir unser Leben zu früh beurteilen. Dass wir zu früh denken, ach Gott kann mich nicht gebrauchen. Ach, ich habe Kompromisse in meinem Leben. Ich habe Fehlentscheidungen getroffen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe versagt. Und wir beurteilen unser Leben und sagen, wir sind disqualifiziert für das, was Gott mit unserem Leben vorhat. Wir denken das sehr, sehr schnell. Und ich möchte sagen, beurteile dein Leben nie zu früh. Denk an Mose. Mose ist die ersten 40 Jahre in seinem Leben am Palast in Ägypten aufgewachsen. Und war da und hat alles Mögliche gelernt. Und dann kam der Tag, er hat gecheckt, dass er eigentlich zu dem Volk gehört, die von den Ägyptern versklavt sind. Und dann hat er einen Ägypter totgeschlagen. Dann ist er weggerannt. 40 Jahre war er anschließend in der Wüste. 40 Jahre war er in der Wüste und hat Schafe und Ziegen da durchgeführt. Jetzt überleg mal, 40 Jahre, machst du irgend sowas wahnsinnig Tolles wie Schafe durch die Wüste bringen? Und das war bis dahin sein Schlüssel, 2 Teile. 40 Jahre in Ägypten, am Königshof, vom Pharao, 40 Jahre Wüste, am Ende des Tages hat er nichts bewirkt.
Gar nichts. Und er war 80. Was ist 80? 80 ist alt. 80 ist wirklich alt. Und Mose war alt. Und vielleicht ist das genau deine Situation in deinem Leben. Nicht, dass du 80 bist. Vielleicht bist du auch schon 80. Aber dass du denkst, ganz ehrlich, ich war jetzt 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in der Wüste, einfach Schaf und Ziegen einfach durch die Wüste. Das ist so, also wenn du einen langweiligen Job hast, wenn du denkst, du hast einen langweiligen, denk an Mose. 40 Jahre. 40 Jahre, weißt du, wie 40, also das ist ja wirklich lang. Einfach nur Schaf und Ziegen hüten. Tagtäglich. Ist so richtig langweilig. Und du hast so richtig viel Zeit, drüber nachzudenken und zu sagen, Gott, ganz ehrlich, mein Leben wofür? Hat doch keinen Unterschied gemacht. Ganz ehrlich, ich hätte auch gar nicht geboren werden müssen. Ich hätte das wofür? Gott, wo bist du überhaupt? Und vielleicht ist das deine Situation, dass du merkst, hey, Dinge laufen nicht, wie du dir sie eigentlich vorgestellt hast. Beurteile dein Leben nicht zu früh. Beurteile das Leben von anderen auch nicht zu früh. Mein Vater, der hat so zwei Vögel wie er und mich als Söhne. Und wir hatten unfassbar komische Ideen. Er hat uns immer unterstützt. Und manchmal kann man als Vater so auch an den Punkt kommen, wo man sagt, jetzt mach doch mal was Richtiges. Deine komischen Gedanken. Beurteile das Leben von anderen nicht zu früh. Beurteile dein Leben auch nicht zu früh. Mose war 80 Jahre. Und plötzlich, an einem Tag, einen ganz normalen Tag, steht er vor einem brennenden Dornbusch. Und Gott sagt zu ihm, Mose, geh zurück nach Ägypten und befreie mein Volk aus der Sklaverei und führe sie in das verheißene Land. Mit 80 Jahren. Mit 80 Jahren macht plötzlich alles Sinn. Er war der beste Mann für diesen Plan. Er kannte Ägypten, er kannte den Pharao, er war ausgebildeter Krieger, er konnte lesen und schreiben. Dann war er 40 Jahre in der Wüste, er kannte die Wüste in- und auswendig. Er konnte Schafe führen und wenn du Schafe führen kannst, kannst du auch Menschen führen und leiten. Er war der beste Mann. Plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich schaut er zurück und merkt, krass, wow, wie genial, wie sinnvoll war das. 80 Jahre hat er gedacht, Gott kann mit mir nichts anfangen. Und plötzlich macht es Sinn. Esthers Geschichte fängt genauso an. Esther ist an dem Punkt, wo sie denkt, ja, what's the point, warum? Ist aber noch nicht zu Ende. Und ich möchte jetzt eine Message mitgeben, die ist so entscheidend für dein Leben. Egal wie jung oder du alt du bist, das Beste in deinem Leben liegt noch vor dir. Das Beste in deinem Leben liegt noch vor dir. Es liegt nicht hinter dir, es liegt vor dir. Und wenn du morgen stirbst, liegt das Beste immer noch vor dir. Warum? Weil Sterben ist ein Gewinn, sagt Paulus an einer Stelle. Dann wird es besser. Deswegen das Beste, und das ist die Message, das Beste liegt noch vor dir. Die ersten 7 Jahre ICF Bielefeld, die waren gut. Die zweiten 7 Jahre ICF Bielefeld, da solltest du dabei sein, weil nicht nur Bielefeld, OWL, wir haben uns schon ein bisschen vergrößert, die Sicht. Gott wird wahnsinnig viel machen. Das ist meine Perspektive. Und so, fang an, so über dein Leben zu denken. Egal, wo du gerade stehst, egal, in welchem Down du gerade bist, an welche Zweifel du hast, das Beste liegt noch vor mir. Die Vergangenheit ist so, wie sie ist. Die wirst du nie ändern können. Aber die Zukunft, die kann Gott noch prägen. Und dafür kannst du heute Entscheidungen treffen. Ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht zum Schluss. Dort heißt es, denn ich bin mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach eine Message und das musst du in dein Leben lassen. Hoch, tief ist nicht entscheidend, sondern wo du mit deinem Jesus stehst. Dann geht's mal hoch, geht's mal tief. Fragen sind da, Zweifel sind da. Ist alles okay, ist nicht das Problem. Aber Jesus sagt dir, er ist da und liebt dich über alles. Jesus, ich danke dir für die unfassbare Message. Für die Wahrheiten, die du sagst. Für die Möglichkeiten, die du hast, Gott. Wenn ich Moses Geschichte betrachte, dann bin ich fasziniert. Und wenn ich mein Leben betrachte, fällt es mir oft schwer, aber du bist der gleiche Gott wie bei Mose. Du kannst genau die gleichen Dinge noch heute bewirken.
Und du siehst mein Leben, ob es hoch oder tief gerade ist, Schicksalsschläge da sind, Beziehungen auseinandergegangen sind. Es gibt nichts, was uns disqualifiziert für deine Pläne. Weil du hast eine andere Perspektive, die ist alles möglich. Dafür danke ich dir, Jesus.